Hinterfrag. Hinterfrag einfach alles und du wirst sehen, wie sich alles für dich in einem kurzen Augenblick ändert. Das hört sich im ersten Moment vielleicht merkwürdig an, aber stellen wir uns doch zuallererst eine kurze Frage, die uns ziemlich schnell zum Nachdenken bringen wird. Wieso leben wir? Du denkst dir wahrscheinlich jetzt, warum ich genau diese Frage stelle. Doch sofern du mir gerade zugehört hast, kann ich jetzt schon sagen, du hast gerade in dieser Sekunde etwas hinterfragt. Entweder du bist jetzt ein sehr guter Zuhörer und hast dir genau die Frage, die ich zu Beginn gestellt habe, hinterfragt. Oder du hast stattdessen lieber noch einmal überdenkt, warum ich jetzt genau diese Frage gestellt habe. Eins steht fest. Du hast einen kurzen Gedanken daran verschwendet, irgendetwas zu prüfen. Doch was bedeutet das jetzt für uns, oder besser gesagt für dich? Wir Menschen wollen immer Zusammenhänge erkennen, wie es weitergeht oder wo es aufhört. Das unterscheidet uns von so vielen anderen Lebewesen. Es ist gut, dass wir alles hinterfragen, was uns gerade in den Sinn kommt. Noch besser ist es, wenn man versuchen kann, das Hinterfragte vielleicht auf irgendeine Art und Weise zu verbessern. Man kann so vieles noch einmal überdenken, Fragen über Fragen kommen auf und es nimmt kein Ende. Doch das ist doch eigentlich das Gute an uns. Wir Menschen haben diese Gabe bekommen, damit wir sie auch nutzen. Damit wir besser, stärker und intelligenter werden. Damit wir etwas auf dieser Welt bewirken. Wieso schaust du gerade dieses Video hier an? Weil dir langweilig ist? Weil es dich vielleicht interessiert? Weil du gerne so etwas anschaust? Ich kann noch haufenweise Fragen stellen. Auch ich kann alles hinterfragen und das mache ich ununterbrochen. Morgens nach dem Aufstehen, mittags beim Essen und abends, wenn ich zu Bett gehe. Also lasst uns unsere Gabe nutzen. Finde einen Weg im Leben, den du hinterfragen kannst, ohne daran zu zweifeln. Also fang an, verdammt nochmal fang an. Lass dich vom Leben treiben, aber tue immer das, was du für richtig hältst. Es gibt immer gute und schlechte Zeiten. Aber bitte fang an und mach etwas aus deiner Zeit hier auf der Welt. Vergiss aber nie die Frage, die wirklich zählt. Und prüfe dich selbst. Wieso lebst du?